Neonazis nutzen inzwischen das Internet schon lange nicht mehr nur, um sich zu vernetzen. Sie benutzen das Internet zum einen als Tatinstrument, indem sie beispielsweise Menschen durch organisierte Shitstorms versuchen, aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen und mundtot zu machen. Oder sie benutzen das Internet, um Propaganda zu verbreiten oder auch um neue Kameraden zu rekrutieren. Und es geht sogar so weit, dass Rechtsterroristen ihre Taten live ins Internet streamen, um andere zu ähnlichen Taten zu motivieren. Das bedeutet für uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten, dass auch wir unsere Tätigkeiten stärker aufs Netz konzentrieren müssen. Zum einen für Recherchezwecke. Wir müssen wissen, wie sich Neonazis im Netz bewegen und organisieren. Aber auch, um uns selbst und einander zu schützen, beispielsweise vor organisierten Shitstorms. Und das heißt, dass wir unsere eigenen Strukturen vor Hackerangriffen oder vor Infiltration von rechts schützen müssen. Über all diese Dinge haben wir uns unterhalten bei unserer Konferenz für digitale Strategien gegen rechts und haben da versucht, miteinander Ideen und Strategien zu entwickeln, wie wir uns schützen können. Wenn ihr bei diesen Workshops nicht dabei sein konntet, dann könnt ihr euch aber gerne auch die Ergebnisse und die Zusammenfassung angucken. Ich glaube, das lohnt sich für uns alle. Guckt es euch an, tretet mit uns in Kontakt und lasst uns gemeinsam stark sein gegen rechts, auch im Netz. Seit Jahren versuchen rechtsextreme und rechtspopulistische Gruppierungen, das Internet zu nutzen, um gesellschaftliches Klima zu beeinflussen, so zu tun, als seien sie die Mehrheit. Was tun gegen rechtsextreme Strategien im Internet? Was tun gegen rechte Trolle? Welche Analysen brauchen wir? Welches Handwerkszeug brauchen wir, um dieser rechtsextremen Offensive zu begegnen? Dieser Frage sind wir in einer ganzen Veranstaltungsreihe nachgegangen und haben dort Konzepte, Rezepte und Strategien entwickelt. Diese Veranstaltungsreihe findet ihr jetzt als eine Art Lexikon mit Handwerkszeug zur Begegnung rechtsextremer Offensiven auf unserer Internetseite. Schaut mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Nicht erst seit der Mobilisierung zu den Corona-Demos und damit im Zusammenhang stehenden Aufrufen zu Hass und Gewalt und der Verunglimpfung der Demokratie ist es notwendig, digitale Strategien auch zum Umgang mit diesem Phänomen im Netz zu entwickeln. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich an dieser Veranstaltungsreihe mitwirken konnte und auf der Auftaktveranstaltung unter anderem mit Anne Helm diskutiert habe. Nun sind all diese Phänomene nicht neu, aber sie scheinen gerade im Netz im Moment an Hoheit zu gewinnen. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Antisemitismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus sind in keiner Weise akzeptabel und man muss ihnen sowohl in der digitalen Welt als auch in der analogen Welt Strategien entgegensetzen. Und genau diese haben wir uns in dieser Veranstaltungsreihe erarbeitet und ich hoffe, möglichst viele wenden sie auch im Alltag an.